Kasper, du bist seit 2015 in der Gründerszene Redaktion. Du machst immer mal wieder Tests. Du testest zum Beispiel Apps oder irgendwelche Produkte von Startups. Dieses Mal war es, wir kaufen ein Auto. Kannst du vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Ja, also hinter wir kaufen ein Auto steht ein relativ bekanntes Berliner Startup. Das ist die Auto One Group. Die sind relativ lange hier in Berlin unterm Radar geflogen, waren wenig Leuten bekannt und sind dann vor anderthalb Jahren mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen, haben eine Riesenfinanzierung verkündet und sind mittlerweile mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet. Und da wollten wir einfach mal gucken, wie das aus Nutzerperspektive funktioniert, sein Auto zu verkaufen. Und als du jetzt da warst, wie hast du das empfunden, auch jetzt als Kunde, nicht nur als Journalist, sondern wie bist du da behandelt worden? Genau, also es ging erstmal so los, dass man im Internet ein paar Daten vom Auto einfach angibt und dann relativ schnell einen Preis bekommt. Das war in unserem Fall 7.000 Euro für einen 3er BMW. Und dann haben wir relativ schnell einen Termin bekommen, sind dann dahin gefahren, eine kleine Probefahrt gemacht. Der Mitarbeiter ist einmal um das Auto gelaufen, hat mit dem iPad Fotos gemacht, hat uns ein bisschen zu dem Auto befragt. Dann wurden alle Daten in die Zentrale geschickt und so nach 20 Minuten kam dann auf seinem iPad der Preis, den die bezahlen wollen, und das war dann 5.600. Erstmal gedacht, schon ein großer Unterschied zu den 7.000. Wir haben das dann verglichen mit anderen Angeboten und Experten gefragt, und es war zumindest halbwegs im fairen Bereich, weil das Auto einfach schon ein paar Macken hat und ein paar technische Fehler. Von daher war unser Fazit für diesen einen Test okay. Jetzt hast du ja schon diese Preiskluft angesprochen, das ist ja auch ein häufig erwähnter Kritikpunkt. Kannst du vielleicht noch was zu der Resonanz deines Textes sagen, auch vielleicht eingeordnet zu dieser Kritik? Genau, auf Facebook gab es sehr viel Kritik. Leute, die berichtet haben, dass es bei ihnen halt so war, dass ein sehr hohes Angebot, sie online ein sehr hohes Angebot bekommen haben und dann vor Ort ja, sehr viel weniger ihnen für das Auto geboten wurde. Bei uns, wie gesagt, war der Fall, die Bewertung eigentlich okay, und wir werden diesem Thema auf jeden Fall weiter nachgehen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Kaspar.